Ich wäre in diesem Moment am liebsten echt im Erdboden versunken. Aber ja, musste dann da irgendwie mit klarkommen. Ist okay, wenn dieser Jesus wirklich der ist, der von sich behauptet hat zu sein, dann muss ich dieser Frage nachgehen und für mich auch selber da eine Antwort drauf finden. Was gibt meinem Leben Sinn und Bedeutung? Was passiert, wenn ich sterbe? Warum lebe ich überhaupt? Wo komme ich her? Und all diese Dinge. Und das war sehr, sehr spannend. Das hat mich schon geprägt damals. Die ersten 20 Minuten lief es richtig gut. Ich habe gedacht, ich bin gut drin. Und dann kam auf einmal der Moment, der eigentlich nicht passieren sollte. Und zwar habe ich einen katastrophalen Bock geschossen. Ein Pass, den ich eigentlich zum Torwart bzw. zum Innenverteidiger zurückspielen wollte. Ich war defensiver Mittelfeldspieler. Und ich habe schon gemerkt, als der Ball meinen Fuß verlassen hat, dass es jetzt eine enge Kiste wird. Und so war es dann auch. Der Stürmer hat sich den Ball geschnappt, ist ihm direkt in die Füße, war allein vorm Tor und hat ihn reingeschossen. Und dann stehst du halt erstmal da, schaust dich so um, hoffst erstmal, dass niemand gesehen hat. Aber dem war nicht so. Und ich wäre in diesem Moment am liebsten echt im Erdboden versunken. Aber ja, musste dann da irgendwie mit klarkommen. Die Konsequenz war leider ein bisschen herausfordernd danach, weil man mir dann mitgeteilt hat, recht schnell, dass es für die Profis erstmal jetzt keine Perspektive gibt, wurde dann wieder zur zweiten Mannschaft zurückgestuft. Und das war so die Erfahrung, die ich damals in meinem ersten Testspiel machen durfte. Deshalb gemischte Erinnerungen. Auf der einen Seite erstes Spiel mit den Profis, nimmt einem keiner mehr, freut man sich dran. Auf der anderen Seite aber auch so diese negative Erfahrung mit dem Fehler, der mir da unterlaufen ist. Hast du das Gefühl, dass das wirklich dieser Fehler war, weswegen das dann nicht so weiterging? Oder hatte das noch andere Gründe? Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt konkret nur dieser eine Fehler ist. Weil es passiert ja auch gestandenen Profis. Genau. Sowas. Ja. Fußball ist ein Fehlersport. Natürlich ist es so, wenn du noch nicht so das Standing hast als junger Spieler, dann kannst du dir auch nicht so viel erlauben. Und das war bei mir so eine Situation, wahrscheinlich war ich spitz auf Knopf und die waren sich nicht so ganz sicher. Und dann war das halt so das Ding, was mir sozusagen den Genickbruch beigefügt hat. Ja, so würde ich das mal sagen. Zeigt aber auch, wie knallhart der Konkurrenzkampf da eigentlich ist. Du warst ja auf so einem Fußballinternat. Hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Jungs von so einem Fußballinternat es dann wirklich irgendwie als Profi nachher schaffen? Also es sind tatsächlich sehr, sehr wenige. Ich meine, die Internatsplätze sind schon begrenzt. Da suchen die sich nur ganz gezielt von weiters weg die Leute dann aus. Und wenn man jetzt mal überlegt, sind so eine A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft, da kommen schon wenige an. Das Sieb wird immer enger gespannt, umso höher man kommt. Und dann so von einer A-Jugend-Mannschaft oder U19-Mannschaft, so die letzte Stufe vor den Profis, kann man so sagen, von einem 25-Mann-Kader vielleicht 2 bis 3 Spieler, die den Durchbruch dauerhaft dann in die Bundesliga reinschaffen oder auch in eine andere Top-Liga in Europa. Also sind sehr, sehr wenige. Ja, aber das heißt, alle 25 investieren ja Jahre, quasi ihr ganzes Leben, opfern Freizeit. Wie sah das bei dir aus? War Fußball, war über viele Jahre der einzige Lebensinhalt? Oder? So kann man schon sagen. Also der Fokus war schon sehr, sehr stark darauf ausgerichtet. Dann vor allem, als ich aufs Sportinternat nach Nürnberg dann gekommen bin, dann war für mich auch klar, okay, dieser Traum, der kann Realität werden. Und dann hast du halt Schule und drumherum Fußball. Und das war es dann eigentlich so mehr oder weniger. Bist eigentlich auch fast nur mit den Jungs unterwegs, wo du da sowieso dann auch zusammenspielst. Genau, also schon ein starker Fokus. Und was einen antreibt, ist dann dieser Traum, ich eines Tages werde ich es mal schaffen, volles Bundesliga-Stadion oder was auch immer. Ja, also für mich war es immer so, natürlich hat mir Fußball unglaublich viel Spaß gemacht. Das war in erster Linie das, wie alles angefangen hat. Aber dann kommen halt auch noch so die Dinge drumherum. Wie zum Beispiel, dass man berühmt ist, dass man Anerkennung bekommt, dass man gutes Geld verdient. Und ich meine, wer möchte nicht so als junger Kerl irgendwann mal seine Wünsche, die er so vom Leben hat, erfüllen? Und der Fußball kann dir da halt viel ermöglichen. Das denkt man halt zumindest so von außen. Und dementsprechend war für mich das klar, dass ich diesen Traum oder Profifußball einfach verfolgen möchte und erreichen möchte eines Tages. Es war ja dann so ein erster kleiner Dämpfer, den du da erlebt hast. Genau. Wie alt warst du da? So knapp 18. Ja. So davor ging es eigentlich weitestgehend steil nach oben. Ja, da hat man dann auch gemerkt, durch den Fußball bekommt man viel Anerkennung. Man ist irgendwie in aller Munde. Die Leute respektieren einen, Zeitungen schreiben über einen und diese ganzen Geschichten. Ne, man ist irgendwie jemand Besonderes, es tut einem dann schon auch gut. Man kann da viel so von seinem Wert, in Anführungsstrichen, rausziehen. Ob das jetzt ein festes Fundament ist, sei mal dahingestellt, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Aber ich habe das schon sehr genossen damals, genau. Kannst du dich noch erinnern, wie sich das angefühlt hat, dass es plötzlich eben nicht mehr so fluppt, dass auch mal was schief geht und dass die dir dann mitteilen, nö, hier erste Mannschaft, da sehen wir dich im Moment nicht? Ja, also das war eine Herausforderung, damit umzugehen, erstmal auch mit so einem groben Rückschlag für mich. Ja, viel Frust auch dabei gewesen natürlich und dann merkt man schon auch so ein bisschen, man stellt manche Dinge in Frage, so dass dieses Kartenhaus vielleicht doch nicht so stabil ist, wie man sich eigentlich erhofft. Und die Phasen oder die Momente hatte ich dann auch. Auf der anderen Seite muss man es auch schnell wieder abschütteln, weil die nächsten Spiele kommen. Du kannst jetzt nicht ewig da so einer verpassten Chance oder so einem Fehler hinterher heulen, sag ich mal auf gut Deutsch. Und deshalb, ja, habe ich mir dann irgendwann versucht, nach vorne zu schauen und
Ja, hast auch Fotos mitgebracht. Ich habe Fotos mitgebracht. Da sieht man dich im Trikot des 1. FC Nürnberg. Genau, quasi das hier, ein Weißfoto. Das hier war das besagte Spiel hier. Ach, das war in dem Spiel? Genau, gegen tschechischen Erstligisten war das Sigmund Oelmütz, glaube ich. Und ja, krass. Ja, das hier war dann später bei Münchens großer Liebe. 1860 München. Bei der einzig wahren Mannschaft aus München. Genau, so ist es. Du bist ja dann tatsächlich irgendwann von Nürnberg zu 1860 München gewechselt, warst da aber eigentlich die ganze Zeit für die zweite Mannschaft auch eingeplant, richtig? Oder? Ja, also ich war ein Jahr lang im Profikader mitgelistet, habe auch bei den Profis trainiert, habe auch Testspiele da gemacht, war Kapitän von der zweiten Mannschaft, habe praktisch immer so gependelt und war nah dran wirklich auch an Startelf-Einsätzen, aber habe mir dummerweise immer wieder durch Verletzungen da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung ziehen lassen. Und deshalb hat es da nicht ganz geklappt, aber ich war da schon so nah dran und auch hatte die Möglichkeit, Profiluft zu schnuppern. Ja, ja. Und mit was für Verletzungen hattest du dann zu kämpfen? Du, es war eigentlich so die Summe. Ich hatte viele Probleme mit Sprunggelenken. Das heißt, 5, 6 Bänderrisse links und rechts. Dann Muskelbündelrisse im Oberschenkel. Da war auch so eine ungünstige Stelle am Hüftbeugeransatz, wo ich immer wieder eine Schwachstelle hatte. Dann Labrum-Einriss jetzt in der Schulter, aber es war eher so die Summe. Die haben irgendwann auch so ein bisschen diagnostiziert, dass es so mit dem Stoffwechsel von der Regeneration auch sein könnte, dass das zu diesen Muskelverletzungen so führt, dass da irgendwas nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Und genau, deshalb kann ich gar nicht so konkret sagen, es war jetzt wegen dieser einen Verletzung, es war eher so eine Summe, die mich irgendwann zu dem Punkt gebracht hat mit Mitte 23, dass ich gemerkt habe, okay, auf dem Niveau geht es nicht weiter und dass ich da irgendwie dann schweren Herzens die Schuhe an den Nagel hängen musste. Ja. Aber gab es vorher schon den Punkt, wo du merktest, ey, könnte durchaus sein, dass so die ganz große Karriere, so der Durchbruch, fester Stamm irgendwo, Bundesliga-Mannschaft, das kriege ich nicht hin, das macht mein Körper nicht mit? Also ich habe bei Nürnberg mal kurz schon damit spekuliert, da war ja die Chance da, es war ja noch erste Liga damals und man denkt da eigentlich jetzt nicht so dran. Also man hört es natürlich immer, das kann immer schnell vorbei sein, aber es war jetzt nicht so, dass man da wirklich dann sich so einen Plan B irgendwie zusammenschustert, sondern schon ein klarer Fokus, dass ich Profi werden möchte. Und später bei 60 München war ich ja auch nah dran. Und da habe ich dann schon ein bisschen eher realisiert, als die ersten Verletzungen losgingen, okay, vielleicht, was ist, wenn nicht, und vielleicht mal überlegen, was sind so Alternativen. Aber jetzt gerade so in der Schulzeit noch, gerade mit 17, 18, da war für mich völlig klar, Fußball war das eine, dementsprechend war auch meine schulische Leistung nicht so ideal. Ja. Aber das können wir wann anders besprechen. Aber du hast ja, ich meine, wir wollen es ja auch nicht kleinreden, du hast ja echt eine ganze Menge auch erreicht. So, bis dahin, wo du gekommen bist, kommen nicht viele Fußballer. Und es gibt viele, die gut kicken können. Ne? Das muss man auch erstmal schaffen. Und dann ist aber mit 23 irgendwann Ende. Gab es irgendwie Leute, die dir in der Situation auch beistehen konnten, wenn so ein Lebenstraumplatz, so ein ganzes Konzept, wie eigentlich das Leben aussehen sollte? Ja. Also Familie natürlich bei mir sehr, sehr wichtig. Auch Freunde, die ich so mein ganzes Leben hatte, die im Endeffekt in der Situation auch für mich da waren. Darüber hinaus war es jetzt für mich auch eine wichtige Komponente, auch mein Glaube an Jesus, der mir da sehr geholfen hat und mir auch einfach eine Perspektive darüber hinaus über den Fußball geschenkt hat. Das war Gott sei Dank schon ein bisschen vorher, dass ich da vorbereitet wurde. Und ja, das waren eigentlich so die Komponenten, die da so grundsätzlich wichtig für mich geworden sind in dieser Phase auch. Ja, was heißt darauf vorbereitet? Ja, halt, dass ich meine Perspektive auf den Fußball ein bisschen verändert habe. Davor war ja alles so eigentlich abhängig vom Fußball, mein Wert und all diese Dinge. Man hat sich sehr darüber definiert, dass es da gut läuft, dass man wer ist und dass man erfolgreich ist und auch wie die Leute über einen denken, wie man bewertet wird und so. Das ist da auch stark im Fokus. Und es hat mir dann halt ein bisschen auch geholfen zu wissen, okay, Fußball ist eine schöne Sache für mich im Leben, aber ist halt nicht alles im Leben. Und dadurch würde ich sagen, Vorbereitung. Ja. Könnt ihr mit Fußball was anfangen? Tina, Gero? Ja. Ich habe nie gespielt, aber guck gerne zu. Ja. Ich auch. Also ich habe gespielt bei VfL Wolfsburg. Die waren damals noch nicht so ambitioniert wie heute. Und mein großer Sohn hat auch recht ambitioniert gespielt. Ja. 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 Macht ihr euch manchmal klar, dass da Menschen kicken? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sitze manchmal vorm Fernseher oder im Stadion und man schimpft ja so schnell. Der Fehler, den du da gemacht hast damals in dem Testspiel, ne, so, da könnte ich mal ausrasten, wenn das einer von meiner Mannschaft macht. Ne? Dann ruft man auch schnell, du Depp oder so. Ja, ja. Ja, ja. Wie kannst du nur oder so. Beschäftigt euch das, dass das auch Menschen sind, die da spielen? Also ich denke gefühlt mehr in der Perspektive, meine arme Kerl. Ach, das hätte mir echt leid getan. Ja. Ja, natürlich denkt man, da hängen wirklich ganze Menschenleben von ab. Man hat das ja dann noch mit Robert Enke damals miterlebt. Ja. So viel Druck auf einem Spieler, der es ganz offensichtlich nicht wegstecken konnte und dann leider sich selbst getötet hat. Ja.
Deine Familie hat dir geholfen, dein Glaube hat dir geholfen, aber du arbeitest heute für eine Organisation namens SRS. Die hat auch eine Rolle gespielt bei deinem Karriereende, da gut mit umzugehen. Erzähl uns mal ein bisschen davon. Ja, also ich habe mit Sportluft Sportler schon ein bisschen früher Kontakt bekommen. Mhm. Und zwar war das auch maßgebend dafür, dass ich Jesus kennengelernt habe. Ein Sportmentor von Sportluft Sportler, der mich mal nach einem Fußballspiel angesprochen hat und mich zum Essen eingeladen hat. Und ich war erst ein bisschen überrascht, dass einer auf mich zukommt und mit mir so über Glaube und Fußball sprechen möchte. Ich habe aber vorher SRS schon mal ein bisschen gehört, weil meine Mutter mir früher mal aus so einer Kickerbibel hier vorgelesen hat, früher beim Essen, weil sie halt gedacht hat, ja, Glaube, das interessiert ihn überhaupt gar nicht, wenn sie das erzählt. Aber wenn die Fußballer, die das so cool findet, davon erzählen, warum es für sie mehr gibt als nur Geld, Anerkennung, berühmt sein und all diese Sachen, warum der Glaube an Jesus wichtig ist, dann hört er vielleicht zu. Und so habe ich SRS, weil die diese Kickerbibeln eben rausbringen, schon mal gehört und der hat mich dann eben da angesprochen. Und wie ist denn der auf dich gekommen, dich da einfach anzuquatschen? Ja, das war auch so hintenrum eine Geschichte, die habe ich erst danach so wirklich mitbekommen. Meine Mutter war auf den Geburtstag eingeladen von einer Freundin. Dort war wieder eine Freundin, die SRS vernetzt war. Und die hat dann gehört, dass sie einen Sohn hat, der bei Nürnberg spielt. Hat es dann an SRS weitergegeben. So kam es irgendwie an diesen Sportmentor ran. Und dann hat er mich halt angesprochen. Aber ich habe das jetzt gar nicht so vordergründig im Sinn gehabt. Genau. Sportmentor, christliche Sportorganisation. Heißt das, ist sowas wie ein Sportpfarrer gewesen? Er meinte, ich muss mich mal um das Seelenheil dieses jungen Mannes kümmern? Oder? Ja, es geht einfach darum, Leistungssportler zu betreuen mit allem, was in und um den Platz halt anfällt und auch das ganzheitlich eben den Menschen dahinter zu sehen und das ist so das Anliegen. Natürlich auch mit Verbindung Glaube, das ist eine Grundkomponente, keine Frage und dieses Anliegen hat er einfach gehabt und wir sind dann an dem Abend zum Essen gegangen und der hat mir einfach erzählt, wie für ihn Sport und Glaube zusammenhängt, auch die Botschaft von Jesus und an dem Abend hat es mich ziemlich berührt, obwohl ich das davor schon oft gehört habe. War das so, dass da wie wenn Jesus an mein Herz klopft und mir klar geworden ist, okay, wenn dieser Jesus wirklich der ist, der von sich behauptet hat zu sein, dann muss ich dieser Frage nachgehen und für mich auch selber da eine Antwort drauf finden. Und ich bin dann nach Hause gekommen und mein Zimmerkollege, der Marvin Plattenhardt, mit dem ich damals von Reutlingen nach Nürnberg gewechselt bin, der jetzt auch bei Berlin spielt, der war nicht da und so hatte ich ein bisschen Ruhe. Dann habe ich einfach mal ein Gebet gesprochen, das kann ich von früher noch, habe ich gesagt, Jesus, wenn das mit dir stimmt, ich war ziemlich bewegt auch noch von dem Gespräch davor, dann möchte ich dich kennenlernen, dann komm auch in mein Leben rein. Und das hat er tatsächlich gehört, weil es hat sich angefangen, was in meinem Herzen zu verändern. Ich sage immer, das war so ein bisschen wie wenn auf einmal so ein Rollladen nach oben geht. Früher war ein Fenster mit dem Rollladen zu und ich habe das angeschaut und konnte damit nicht so richtig was anfangen in Bezug auf den Glauben. Ich konnte nicht verstehen, wie Leute zum Beispiel freiwillig Bibel lesen oder irgend sowas machen. Und dann auf einmal war das wie wenn dieser Rollladen hochgeht und ich dahinter eine Realität wahrnehme, die ich halt vorher nicht gesehen habe, aber die auf einmal für mich erlebbar und greifbar war. Und auf einmal eine riesen Sehnsucht, Bibel zu lesen und so und mich damit auseinanderzusetzen. Und da war er eine wichtige Person für mich. Er hat mich dann eingeladen auf einen Sportlergottesdienst zum Beispiel mit C. Roberto. Das war so das nächste Highlight in dieser Phase, wo ich gerade so offen und bewegt war. Und ich erinnere mich noch gut, da sind wir in ein Hotel gefahren. Und ich war ja gerade bei Nürnberg so bei den Profis am Anklopfen und habe gedacht, okay, jetzt bin ich endlich so in den Kreisen unterwegs, wo ich immer hin wollte. Ne, da waren Spieler dabei von Schalke, von Dortmund, Prediger C. Roberto, so mein Kindheitsidol, wo ich immer gedacht habe, okay, ich möchte mal so werden wie dieser C. Roberto. Ne? Bei Bayern gespielt. Bei Bayern, bei Real Madrid. Brasilianischer Nationalspieler, also wirklich ein Topmann. Ja. Und natürlich, was macht man, wenn man dann da ankommt und sein Idol dann da vorne steht und anfängt zu reden? Man hört ganz genau zu. Und der C. Roberto, die Botschaft, die war wirklich so gewaltig. Das hat mich sehr, sehr berührt. Er hat im Endeffekt gesagt, so sinngemäß zu diesen Fußballern, ja, ihr könnt euch alles leisten, was ihr wollt. Ihr könnt euch jeden Wunsch erfüllen. Jedes Vergnügen mitnehmen, was diese Welt anbietet, aber seid ihr wirklich glücklich mit eurem Leben? Und dann hat er gesagt, ihr dürft bei allem nicht vergessen, dass genauso nackt, wie ihr in diese Welt gekommen seid, ihr habt nichts mitgebracht, müsst ihr eines Tages auch wieder gehen. Und die große Frage ist, was bleibt dann noch von eurem Leben übrig? Und dann hat er Jesus zitiert, ne, was bringt es, die ganze Welt zu gewinnen, der genau da ansetzt, aber dabei sein Leben zu verlieren? Also was bringt es dir, wenn du erfolgreich bist, Karriere machst, all diese Dinge, aber im Endeffekt leer dastehst am Ende und merkst, dass du das Wichtigste im Leben, auch die Beziehung zu Gott, dass sie keine Rolle gespielt hat. Und das war für mich sehr, sehr bewegend damals, weil ich ja immer gedacht habe, ich möchte mal so werden wie die. Und da habe ich gemerkt, okay, die Grundfragen sind trotz dem ganzen Geld, der Berühmtheit auch nicht geklärt. Was gibt meinem Leben Sinn und Bedeutung? Was passiert, wenn ich sterbe? Warum lebe ich überhaupt? Wo komme ich her? Und all diese Dinge. Und das war sehr, sehr spannend. Das hat mich schon geprägt damals. Ja. Und ein paar Jahre später ist es dann eben wieder relevant geworden. Ja. Hat dir das dann tatsächlich ganz praktisch geholfen, auch das unter die Füße zu kriegen, dass es eben jetzt mit der Karriere nicht weitergeht? Genau, ich habe dann ja 5 Jahre nach dem Gottesdienst noch weitergespielt als Christ. Ich habe mich dann auch entschieden, Jesus nachzufolgen. Und in dieser Zeit, als dann das Karriereende kam, dann stand ich auf einmal dieser Realität, von der C. Roberto damals gesprochen hat, wirklich hautnah gegenüber. Ich habe gemerkt, dass was mir das Wichtigste war im Leben, das Fundament Fußball, das kann plötzlich wegbrechen und das ist ja dann auch.
Und da war ich schon so eben auf der Suche oder habe mir das nochmal ins Bewusstsein gerufen, okay, es gibt auch was, das nicht eines Tages wegbrechen wird, das über den Tod hinaus bleibt. Und selbst wenn Himmel und Erde vergehen, dass ich in Jesus für alle Ewigkeit geschenkt bekommen habe. Und der Glaube war mir da echt eine Hilfe, auch zu wissen, dass da jemand da ist, der mein Leben kontrolliert, in dessen Hand ich bin, der auch die Umstände ja, leitet und lenkt. Und dann eben im Vertrauen nach vorne zu schauen, zu sagen, auch wenn ich vieles nicht verstehe und das natürlich enttäuschend ist, ja, da ist ein Weg, der irgendwie für mich weitergeht. Und das darf ich ja bis heute erleben, dann auch jetzt mit der Arbeit, die ich jetzt mache. Du bist ja heute selber so ein Sportmentor. Genau. Ja. War das damals schon klar, als du aufgehört hast mit dem Profifußball? Okay, dann werde ich jetzt halt Sportmentor. Nee, gar nicht. Also ich habe erstmal gar nicht gewusst, was ich machen soll. Ne? Ja. Ich habe so gedacht, okay, was machst du jetzt? Metzger, Schreiner, was gibt's noch so? Ja. Aber keine Ahnung gehabt. Und die Freunde hatten alle einen guten Job mittlerweile, haben studiert und gutes Geld verdient. Und für mich gab es immer nur Fußball und das konnte ich jetzt nicht mehr machen. Deshalb war natürlich erstmal viel Frust da, Enttäuschung, auch Gott gegenüber. Aber dann mit der Zeit hat sich da eben so ein bisschen das erübrigt, dass neue Dinge eben aufgetan worden sind. Beispielsweise bin ich dann an theologische Ausbildungsstätte gegangen, weil der Glaube war noch da und ich wollte es immer schon mal vertiefen, das ging aber nicht so wirklich. Und dann bin ich dort angekommen. Und in dieser Zeit hat Gott ganz spannend Dinge zusammengefügt, wo nach und nach für mich klar wurde, dass da ein Weg ist, der weitergeht. Ich bin weiterhin zu diesen Sportlergottesdiensten, wo ich schon als Spieler war, hin, habe die dann irgendwann selber gemacht, habe die Freunde von damals natürlich weiter begleitet, auch das, was ich empfangen habe, wieder weitergegeben. Und meine Biografie war natürlich die Grundlage dafür, dass ich die Arbeit überhaupt machen kann und konnte. Und dann war es so, dass irgendwann ich an eine Schule eingeladen worden bin. Da hat meine Schwester, die ist Lehrerin, so den Gedanken gehabt, ja komm doch mal vorbei und erzähl den Kindern ein bisschen von deiner Vergangenheit und wie es so im Fußball abgeht und auch wie du einen Glaube gefunden hast und so. Und ich habe erstmal gar keinen Bock gehabt. Dann gab es lange Diskussionen daheim in der Family und sie war aber hartnäckig. Und dann bin ich dorthin gegangen und da hat es mir so eine Freude gemacht mit diesen jungen Menschen. Auch gemerkt, dass einfach durch meine Geschichte das was transportiert. Und dementsprechend ist dann dieser Wunsch entstanden, da ein Schulprojekt draus werden zu lassen. Und dann kam irgendwann die nächste Schule, die nächste. Jetzt waren wir an über 70 Schulen schon unterwegs, sind noch andere Fußballer mit dazugekommen, die auch noch im Moment in der Bundesliga spielen, die dann per Live-Telefonate zugeschaltet werden, die Arbeit auch unterstützen. Wir sind jetzt so ein Team mit 7, 8 Fußballern, ein paar noch in der Bundesliga aktiv, ein paar nicht mehr. Und wir sind da so gemeinsam jetzt gerade im Vereinsgründungsprozess unterwegs, dieses Projekt voranzutreiben. Und du betreust auch jetzt Profifußballer selbst? Ja, also ich bin mit Fußballern unterwegs in ganz unterschiedlicher Funktion. Ja. Viele sind gute Freunde. Da bin ich einfach ein Unterstützer, der Wegstrecke teilt, der die versteht, der sie auch ermutigt in ihrer Situation. Dann gibt es ein paar Jüngere, da hast du natürlich dann schon wieder ein anderes Verhältnis. Bin jetzt auch schon fast ein alter Hase im Geschäft zumindest. Ja, und dementsprechend das dann ein bisschen mehr so Mentoring-mäßig, also ganz bunt gemischt. Was brauchen die vor allem? Ja, ich glaube, was eine große Frage für einen Fußballer ist, ist dieses Thema Leistungsdruck, ne? Und auch die Frage nach dem Wert, weil du eben permanent liefern musst, du musst permanent an die Grenze gehen, du wirst permanent bewertet, das von allen Seiten. Und damit halt umgehen zu können und ein bisschen auch gelassener zu werden und auch zu wissen, wo der eigentliche Wert herkommt. Und das hat ja bei uns eben die Grundlage Jesus, ne? Er hat am Kreuz bewiesen vor 2000 Jahren, was unser Wert ist. Und das dann auch ein bisschen darauf zu verlagern, unabhängig davon werden zu lassen, ja, auch wenn man natürlich jeden Tag daran gemessen wird, auf dieses Geschäft, das ist da für manche dann schon eine große Hilfe. Und da viel im Austausch zu sein, zu begleiten, einfach auch jemand zu sein, der zuhört, für die Leute betet, das ist so mein Aufgabenfeld.